Altpapier ist wichtig für die Schließung des Papierkreislaufs. Und das führt dazu, dass der Verbrauch von Altpapier seit Jahren steigt. Beispielsweise hatten wir letztes Jahr weltweit einen Altpapierverbrauch von über 250 Millionen Tonnen Altpapier. Und das zeigt, dass Altpapier der wichtigste Rohstoff für die Papierindustrie ist. Die letzten Jahre waren für unsere Unternehmen nicht einfach. So mussten wir uns zunächst auf die Auswirkungen durch den Strukturwandel in den asiatischen Märkten einstellen. Und das war insbesondere für die exportierenden Unternehmen unserer Branche eine große Herausforderung. Nun erleben wir seit Anfang dieses Jahres die Auswirkungen des Lockdown, der die Altpapiererfassungsmengen deutlich reduziert hat. Und damit einhergehend hat es natürlich zu einem drastischen Angebotsrückgang von Altpapier geführt. Und daraus resultieren Preisbewegungen während der ganzen Zeit des Lockdowns, wie wir sie in diesem Ausmaße noch nie erlebt haben. Wie reagieren wir jetzt darauf? Die Branche ist professionell aufgestellt und hat gelernt, sich in der Vergangenheit auf Veränderungen gut einzustellen. Die Player dieser Branche sind weltweit gut vernetzt, das ist auch wichtig so, und haben gelernt, auf die Veränderungen der Angebot- und Nachfragesituation entsprechend zu reagieren und die richtigen Wege zu finden. Um weiterhin erfolgreich arbeiten zu können, brauchen wir vor allen Dingen vernünftige politische Rahmenbedingungen. Ein Beispiel hierzu: qualitativ aufbereitetes, normiertes Altpapier ist kein Abfall, sondern wichtiger Sekundärrohstoff. Und es ist längst überfällig, dass der Gesetzgeber dem nachkommt und dafür Sorge trägt, dass Altpapier aus der Abfallhierarchie herauskommt. Darüber hinaus ist es wichtig, dass der freie Welthandel weiterhin erlaubt wird und dass die Bürokratie in der grenzüberschreitenden Verbringung abgebaut wird. Wichtig ist außerdem, dass der Ausbau der Sammelstrukturen weltweit vorangetrieben wird. Und dabei ist es wichtig, dass Altpapier getrennt von anderen Materialien erfasst wird. Das ist dann die Basis dafür, dass wir weltweit die Papierindustrie auch mit qualitativ hochwertigem Papier ausreichend versorgen können. Der Blick in die Zukunft. Zunächst einmal wächst nicht nur die Erdbevölkerung, sondern auch der Bedarf an Verpackungen und damit auch der Bedarf an Altpapier steigt stetig. Durch die Weiterentwicklung professioneller Erfassungsstrukturen und im Dialog mit den Papierproduzenten werden wir es auch in Zukunft schaffen, qualitativ hochwertiges und gutes Altpapier in ausreichender Form bereitzustellen. Altpapier hat Zukunft. Ja.